Willkommen zurück zu Rogue Legacy. Ja, Freunde, ich muss euch gleich mal was gestehen. Mal wieder, fast so wie in der letzten Folge. Doch zuvor wählen wir unseren Charakter. Wir nehmen natürlich sowas wie ein Barbar, lacht mich natürlich an. Die Lady Charlotte, auch wenn sie in The One ist, aber das stört ja eigentlich nicht. Ja, ich habe schon wieder für mich selbst ein bisschen gespielt. Tut mir leid, ich habe halt gerade so viel Bock auf das Game. Und habe ich aber nicht wirklich den Elan, das aufzunehmen und zu kommentieren. Ich will einfach für mich selbst spielen, ihr kennt das ja, einfach so ein bisschen vor sich hin daddeln. Und ja, ich will das Let's Play damit eigentlich nicht absichtlich verkürzen oder so. Seht es, bitte seid mir nicht sauer deswegen. Aber es ist halt leider so, dass ich es jetzt ein bisschen verkürzt habe, weil ich auch meine Werte geskillt habe. Unter anderem, ihr seht es hier bei Armor ab. Ansonsten vielleicht noch ein bisschen Rüstung. Equip habe ich ein bisschen vorbereitet, falls da noch was kommen sollte. Und dem Gold zufolge werde ich da, glaube ich, gleich nochmal investieren. Obwohl, ich gucke erstmal, ob ich hier noch etwas habe, denn auch hier habe ich mir ein paar neue Sachen gekauft. Ja, sorry, ich hätte es euch gern live gezeigt. Oh nein, das ist ja so ein scheiß Swap-Ding. Warum habe ich darauf nicht geachtet? Oh, was soll ich mit so einem scheiß Mana-Balken? Leute, soll ich jetzt die ganze Zeit mit werfenden Äxten rumrennen? Egal, dann wird er halt wieder schnell sterben. Was soll's. Ja, ich habe ein neues Schwert bekommen. Falsche Taste. Das werde ich wohl nie nett lernen. Dieses hier macht ein bisschen mehr Damage wie das, was ich zuvor hatte. Also 19 mehr. Ja, ist doch schick. Dann hier hat sich nichts getan. Die Rüstung konnte ich mir mittlerweile ja leisten, aber ich glaube, das habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt. Und ah ja, hier noch, ich glaube, der Umhang ist neu. Der erhöht nochmal unsere Crit um satte 50% zusätzlich. Also das ist ziemlich geil, muss man sagen. Wenn sich das Ganze hier summiert. Klar, ich bin dafür weniger auf Armor getrimmt, aber dafür habe ich ja den Skill Armor hochgetrieben. Hier hat sich nicht wirklich was getan, beziehungsweise was kam da Neues hinzu? Mehr Gold. Ja, okay, das reizt mich jetzt natürlich nicht. Was mich jetzt mehr reizen würde, ist, dass wir vielleicht unser Crit erhöhen, weil ich habe eigentlich alle Ziele erreicht, Freunde. Jetzt geht's darum, ja, den Boss noch zu killen. Deswegen will ich mich auf den vorbereiten. Sowas wie Life Leech wird mir nämlich da gar nichts bringen. Gut, hier. Aber sowas eher schon. Ups, jetzt bin ich ans Headset gekommen. Entschuldigung. Ich werde mir das eben mal kaufen. Ich habe nämlich festgestellt, wir haben dieses, durch eine Rüstung haben wir auch noch dieses Damage Return. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wurde mir auch des Öfteren empfohlen. Nur habe ich euch wie immer gekonnt ignoriert. Ey, ich bin noch nicht fertig mit dir. Komm. So, was haben wir hier? Ja, den Goldfarmer, den könnten wir eigentlich jetzt auch rausnehmen. Dann nehme ich doch lieber wieder den Life Leech rein. Hier lassen wir es so. Und hier auch den Life Leech. Jo. Level 150, ich meine, ja, da hat sich ja einiges getan. Hier muss ich, glaube ich, nichts wechseln. Ich möchte das Ganze für den Boss auf Crit lassen. Außer hier natürlich. Gut, da hatte ich auch nichts dergleichen. Hier, mehr Health. Nee, da bleibe ich auf Armor. Hier, das war das mit dem Crit-Zeug. Und da ist auch dieses 50% Damage-Return drin. Und hier ist gar nichts Besonderes dabei. Nur Magic höher will ich nicht. Was war denn der da hinten? Plus 3 Flight. Naja gut, ich weiß ja nicht. Nee, ich glaube, das lassen wir genau so. Damage Return hätten wir ja auch nochmal. Aber ich glaube, mein Critical Damage ist mir natürlich wichtiger. Gut. Wir sind mehr oder weniger perfekt aus ausgerüstet für den Boss gegen dem Alexander. Und ich habe in meiner Offline-Phase sogar noch etwas getan. Ich habe, wie ihr an den Icons seht, Ponce de Lion gekillt. Den kennt ihr aber ja, das ist ja nicht schlimm. Und ja, bei Ponce de Lion bleibt das Tor offen. Das muss ich euch dann noch natürlich noch als kleiner Bonus zeigen. Ich werde es zwar nicht machen, diesen Extra-Boss, das ist unmenschlich. Ich glaube, da muss ich, keine Ahnung, auf Level 300 sein oder so. Das ist mir auch, da habe ich keinen Bock zu leveln, ganz ehrlich. Ich habe auch keinen Bock auf New Game Plus. Aber wenn wir jetzt diesen
Alexander hier gekillt haben, dann ist ja nur noch unser Schleimi offen. Nein, ich mache ihn nicht im Let's Play. Wir haben ihn schon gesehen, aber dieser letzte Boss, der wird auch noch fallen, und zwar im Livestream. Das werden wir dann, wenn das Spiel dran ist, habe ich dann die wunderschöne Challenge, diesen Schleim zu besiegen. Das kann sehr lustig und vor allem failig werden. Vor allem, wenn ich an das Gebiet denke. So, da der Charakter total scheiße ist, werde ich einfach versuchen, durchzubrettern. Sprich, durch den Wald. Vielleicht schaffen wir es wenigstens zum Boss, damit ich locken kann. Schauen wir doch mal. Das hat ja hier keinen Sinn mit so einem Idioten. So. Yo, ich mich auf, Freunde. Oh, das war knapp. Ich spring mal kurz hier zur Beruhigung. So, und jetzt geht's weiter. Aua, ah, Kissen. Das Coole ist, ich kann Kissen jetzt töten. Das wurde mir auch erwähnt. Wegen... Ah, super. Super Sache, ey. Ich kam ja echt weit. Mr. Bones hat mich getötet. Ich kann die Kissen jetzt wunderbar töten mit meiner, na, sagt schon, Gegenangriff-Attacke. Die sterben dann einfach bei Berührung. Ha, eigentlich ist der Drache doch gar nicht mal schlecht, um durchzuflitzen, oder? Erstmal zu locken. Weil mit einer Lichtqueen habe ich eh keinen Bock drauf. Hm, Moment, aber jetzt nehme ich nicht wieder sowas Verkrüppeltes. Tunnelvision ist ja nicht unbedingt störend. You have cool defense, kannst du... Okay, das stört mich jetzt auch nicht. Dann nehmen wir doch Kotaki, würde ich sagen. Das kann ja eigentlich ganz gut klappen mit dem Durchflitzen. Vor allem, wenn man ein Mini und superschnell ist. Das ist lustig, das haben wir ja schon teilweise gesehen. So, probieren wir es mal. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, ihr seid mir nicht sauer, dass das jetzt alles ein bisschen schnell für euch ging. Aber ich muss natürlich, meine, das wäre ja zu schön gewesen. Wenn, geh hoch! So, na toll. Ich muss natürlich meine persönlichen Bedürfnisse an erster Stelle hier befriedigen, auch wenn das blöd klingt, aber genau so ist es. Ich bin zu blöd, um so durch sowas zu kommen, ey. Ist faszinierend. Oh, hoch mit dir! Oh, vergess es doch einfach. Super, was ich gekillt habe. Egal. Da kommt, dann nehmen wir halt einen dicken. Irgendwas Gutes. Hallo. Zum Durchkommen, ja, ein Paladin wäre schon mal ein Ansatz. Oder der. Aber jetzt gucke ich erst, ob er nichts Blödes hat. Attack Nox, okay, das stört nicht. Der Paladin. Oh. Nee, ich nehme ihn. Ja, so. Ja, so sieht das schon viel besser aus. Mit dem müssen wir das doch irgendwie schaffen. Und ich meine, wenn es jetzt an Alexander scheitert, dann liegt es einfach an meinem Skill. Da muss ich üben, üben, üben. Also vielleicht werden es ja noch ein paar Parts, bis ich ihn geknackt habe. Ich muss ja erstmal hinkommen. So. Immer rechts halten, wie wir wissen. Wenn möglich nicht runter. Ach du Kacke. Na gut, das sind zwei Kisten, aber das waren... Moment, waren es... Nein, es sind noch nicht mal verstärkte. Nee, das ist jetzt nicht mal unser Ziel. Wenn ich gegen den Boss kämpfe, dann verliere ich das Geld eh. Also, mehr oder weniger. Erstmal zum Bossi. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt... Oh, schaut euch mal die Crit, den Crit an, wie oft das passiert jetzt. Ah! Ich muss ja nicht unbedingt durchfetzen, ich kann die Gegner auch machen. Take no damage. Ja, ich will schon... Ja, da kann halt was Gutes drin sein, ne? Das sieht ja eigentlich sehr schaffbar aus. Solange da keine bösen Bilder kommen. Na gut, probieren wir es mal. Ah! No, Mann! Hätte ich erst, ja, ich weiß, was mein Fehler war. Ich hätte erst sliden müssen und dann springen. Dann hätte ich oben nämlich mehr Luft gehabt. Ach, war das dumm. Ich hätte einfach nur mal nachdenken müssen. Naja. Yo, ihr mich auch, ey. Übertreibt doch nicht so maßlos. So, ja. Kaum interessiert man sich nicht mehr für Kisten. Oh. Ist das ganze, ist die ganze Bude voll mit ihnen? Oh Gott, ey. Ich glaube, ich sollte meinen... Ah! Wieso ist denn hier Defeat All Enemies? Warte mal, kann ich das? Nee, kann ich natürlich wieder nicht. Oh, wieso ist denn hier die Burg, ey? Na gut. Aber gut, da muss auch gleich... Da muss noch der Wald kommen, da hinten. Defeat All... Ach komm, wie die mich jetzt quälen, ne? Als ob sie es wüssten, was ich jetzt machen will. Ach shit, ich glaube, ich muss da unten abbiegen, da ganz zurück zum Anfang. Ach, das war ja jetzt auch schon wieder blöd. Ne, jetzt bleibe ich hier. Ist mir jetzt zu blöd, nochmal zurück zu latschen. Dann bin ich halt zur Not falsch gelatscht. Arsch.
Vielleicht geht's. Ne, hier geht's nicht nach rechts. Und, oh Gott. Ach Gott, ne, Leute. Quält mich doch nicht so. Ja, okay, ich muss, da ist schon wieder ein Mimik dabei. Das war nix. Jetzt, wie viel tausend Kisten gab's jetzt hier in dieser Scheißburg? Oh. Wenn ich es mal nicht haben will. Wenn ich nur durchflitzen möchte. Na gut, ich muss es langsam angehen, es hat keinen Sinn. Probieren wir es ganz gediegen mit dem Paladin jetzt. Ein Zwergenpaladin. Ja, warum nicht? Mag ich zwar bei der Klasse nicht, aber gut. Süß. Weil mit ihm wäre durchflitzen jetzt nochmal eine Option, ne? Ich versuche so ein Zwischending zu machen, mal gucken. Je nach Raumsituation. Okay, also. So nenne ich schon wieder so eine sinnlos Folge werden. Hier kann ich einfach mal durch. Fast. Okay. Okay, machen wir es jetzt richtig. Da ist auch eine Kiste, die nehmen wir natürlich mit. So, du bist ja kein Problem. Na doch, anscheinend schon. Ich mag halt, das ist so blöde an dem Zwerg, diese Mini-Reichweite, die man hat. Da muss man so präzise stehen und so, das macht keinen Spaß. nee, das macht echt keinen Spaß damit. Da bin ich schon wieder viel zu sehr dazu geneigt, durchzuflitzen. Und das geht dann meistens trotzdem schief, weil auch wenn ich eine kleine Zielscheibe bin, ich werde trotzdem gerne getroffen und gepiekst und gehauen. Und was gibt's hier? Oh, neues Obol-Dingens. Ich weiß jetzt nicht für was, aber gut, Charon wird sich freuen. Weiter geht's. Och nee, der dumme Clown, ey. Das treffe ich doch eh nichts und es bringt Geld, das mir jetzt nichts bringt, ey. Ich bin so hoffnungslos überfordert bei diesem Dolch-Game. So. Ja, schon wieder die Hälfte. Da muss ich hoch. Soll ich mal gucken, dass ich wenigstens das ohne Schaden hinkriege. Na gut. Ach ja. Geht doch wenigstens etwas mal. Hast du Fleisch? Nein, hast kein Fleisch. Dann mag ich dich nicht. Och nö, da geht's schon wieder hoch. Ich will doch nicht in das Gebiet. Na gut, ich könnte euch auch gleich den Superboss zeigen, wenn wir schon mal da sind. Ja, komm. Wenn ich es irgendwie schaffen sollte. Natürlich, versteht sich. Brauche ich jetzt natürlich ein bisschen Glück, das auf Anhieb zu finden. Nein. Einfach nein. Gut. Der Dicke. Yay. Nee, da will ich nicht hin. Dann doch lieber dahin. Ah, lass mich alle in Ruhe. Ich bin klein und harmlos. So, was hören wir denn heute? Was haben wir Lust? Ist ein wunderschöner Soundtrack, man muss es immer wieder sagen. Nee, was anderes, komm. Nee, das macht mich zu hektisch. Nö. Das ist eigentlich auch hektisch. Oh ja, komm. Das ist total nervig jetzt und das tun wir uns jetzt an. bin ich nett. Ah, lass mich alle in Ruhe. No jumping. Oh Gott. Naja, ich kann es ja spaßeshalber mal wieder probieren. Okay. Okay. Oh, da muss ich wieder... Noch ein Schritt. Noch ein kleiner Schritt. So. Ja. 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 Eine Retaliation Rune. Schön. So, und jetzt kann ich wieder springen. Wenn möglich nicht in den Tod. So. Ja, immerhin hat mal was geklappt hier. So, aber wo ist jetzt unser Superboss? Den würde ich euch so gern zeigen. Oh, muss ich hier überhaupt hoch? Ja, muss ich. Oh. Haha, wir haben es geschafft. Es war nicht umsonst, Leute. Ich wollte es eigentlich erst zum Schluss zeigen. So als kleiner Abschluss und nach dem Motto, leck mich. Aber gut, dann ziehen wir das eben vor. Aus den uns gegebenen Gründen. So, Leute. Also. Ein Boss, den ich niemals schaffen werde. Legen wir los.
Das ist Ponce de Frion. Wie gesagt, wenn man dieses Obolab-Zeichen abgibt, dann geht's los. Er ist im Grunde genau die gleiche Mistkuh wie sonst auch. Nur ist das Szenario anders. Und diese grüne Kügelchen, die bleiben unglaublich lange. Und wie ihr seht, das ist nicht gerade großes Gebiet. Und da oben sind Plattformen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da hochkommen soll. Ach gut, als Tracken. Als Tracken kommt mir gerade so in den Sinn. Aber ja gut, als Tracken halt. Das einzig Nette ist, man wird wieder rausgeportet, also man kann nicht sterben, aber ihr habt es auch gesehen, man ist auf Level 0 zurückgestuft. Alles ist auf 0. Und man hat auch keine Skills. Außer gut, sein Schrei-Skill. Sein Schrei-Skill, ach, man ist automatisch also auch ein Barbarsch. Das heißt, man kann gar kein Dragon sein. Toll. Das ist natürlich gut, dann kann man die immer wegschreien, die Dinger, aber tja. Ach, ich kann immer schreien? Nee, Quatsch. Jetzt ist meine Energie leer, jetzt kann ich nichts mehr wegschreien. Es ist ein sehr fieser Kampf, möchte ich meinen. Ich weiß nicht, kann ich auf die Art hochkommen? Ich weiß es nicht, aber jetzt ist es eh schon wieder... Es ist so abartig, ey. Nee, das, so komme ich ja auch nicht höher zu diesen Plattformen. Uff, ja, also ich weiß nicht, was sie sich bei so einem Kampf denken. Vor allem... Vor allem, da kann man ja auch gar nicht skillen für so ein Vieh. Die erwarten wirklich Sir Dovahkiin. Auch ein schöner Name. Schöne Anlehnung. Dass wir Level 275 dieses Mistvieh mit diesem Charakter schaffen? Nee, also das ist mir zu viel Challenge. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich nicht gut genug. Das will ich mir auch nicht antun. Also ich habe es euch gezeigt. Ich kann mir vorstellen, die anderen durch die anderen Obole... Extra Bosse sind genauso mies. Aber für mich ist das nichts. Das brauchen wir auch gar nicht weiter zu probieren. Das können die Profis machen. Gibt es bestimmt genug YouTube-Videos, wo ihr euch das reinziehen könnt. So, jetzt könnte ich eigentlich sagen, wir lassen uns sterben. Weil, obwohl, ich habe jetzt irgendwie viel geil Geld gemacht, ne? Also, obwohl ich überhaupt nicht sammeln wollte, habe ich jetzt Kohle en masse. Ah, komm, ist es halt ein Farmpart. Was soll's. So. Läuft hier momentan gar nicht so schlecht. Könnte ich noch ein bisschen abfarmen? Jetzt, wo ich farmen will, kriege ich wahrscheinlich nichts mehr. So. Oder wir... Okay, nein, da will ich nicht hin. Genug von der Clown-Musik. Das hat mir lang genug im Ohr weh. Au! Ja, das war natürlich wunderschön getroffen von dir. Oh, Kissenalarm. Ach, guck mal, wir sind im Wald. Wir haben das jetzt geschafft. Ah ja, okay. Jo, jetzt nur die... Der Energie werde ich wohl nicht mehr den Boss finden. Naja, probieren wir's. Mit etwas Glück vielleicht take no damage. Was geht denn hier so ab? Oh Gott, das schaffe ich nicht. Nee, brauche ich erst gar nicht zu probieren. Aber nochmal hochzukommen aus dem Zauberwirrwarr, das ist auch nicht gerade einfacher, glaube ich. Jo, das war's. Super. Ich könnte es noch nicht mal den Eingang von dem Wald könnte ich noch nicht mal locken, weil ich den nicht habe. Das heißt, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Gut, macht aber nichts. Ich habe euch immerhin einen abartigen Boss gezeigt. Und wir haben eine Obolrunde, die wir gleich abgeben. Und ich habe scheiß Charaktere. Lord Raiden, Mensch, nimm dich doch mal. Zum Durchschlitzen wird es schon passen. Moment, will ich noch was kaufen? Ich will mal eben gucken, ob ich anstatt Mana... Genau, die hat nämlich auch was Neues. Muss ich mal gucken, was das ist. Ja, perfekt. Gibt's noch mehr Schaden drauf? So, hat sich das auch gelohnt. Mit 2000 kann ich nichts machen. So, friss mein Gold und lass mich ziehen. Also, Spelunga, Spelunga. Das ist doch eigentlich... Nee, da sehe ich nur Schätze, keine Bosse, ne? Wobei... Doch, ich sehe Bosse. Es sind ja immer zwei Kisten in einem Raum. Das heißt, ich kann eigentlich davon ausgehen, dass das hier der Bossraum ist. Ja, das hier. Das bringt doch voll, wenn ich das mit dem Zeigefinger zeige. Jo, das ist ein weiter Weg, aber mit dem Charakter kann man das eh nicht schaffen, wie ich mich kenne. Hä?
Okay. Das Kissen hatte irgendwie Suizidgedanken. Finde ich cool. Aua. Nein, nicht da rein. Oh, komm, Leute. Super, ich mache meinen Lamp schon an. Das bringt's ja auch voll. Oh Gott, ey, ich bin eh gleich tot. Das ist so sinnlos. Was ist denn das für ein kranker Raum mal wieder? Au. Das ist kein Jump'n'Run. Ich darf nicht auf die Gegner hüpfen. Okay, noch ein bisschen weiter rechts. Aber wenigstens ist hier mal Ruhe. Und die Bilder lassen natürlich auch in Ruhe. Ich habe so keinen Bock mehr auf Bilder, ey. Ich kann's euch nicht sagen. Wie die mich ärgern. So, oh, gegen den Dicken muss ich aber... Na toll, da muss ich kämpfen. Oh, was ist denn das? Ein Roter? Ne, dann flitze ich doch mal schnell durch. hat mich doch irgendwie die Gier gerade ein bisschen gepackt. Ne, da komme ich nicht durch. Da bin ich zu fett. Toll. Wieder ein hoffnungsloser Versuch. Lich Queen. Barbara, was hast du für ein Negatives? Ach, tollpatschig, das nehme ich in Kauf. Das bin ich auch. So. Aber jetzt. Jetzt will ich mal hier einen Erfolg sehen. Hör auf, Kamerad. Ja, es gibt jetzt wahrscheinlich auch keine Gäste mehr, weil ich spiele das gerade zu einer absolut unmöglichen Uhrzeit. Ich glaube, da ist kein Mensch online. Aber gut, was will man machen? Aber es gibt noch genug Gästemöglichkeiten bei Chrono, bei Eternal Legends. Das wird ja alles noch ein bisschen länger gehen. Aua! Und, och nö, ich hasse diese Räume. Das ist so ein Drecksraum. Aber ich hab's nicht! Ich hasse diese Räume! Leck mich, du Scheißauge. Nur wegen dir, du kriegst mich da immer aus dem Konzept. So. Oh, dieser Stress. Hi. Okay, einfach rechts durch. Ja. Erstmal... Geil. Ah, oh, die Feed. Was habe ich denn? Warte mal, mit der Axt könnte das eventuell. Nee, wird's nicht. Weil die hat ja so einen großen. Nee, was soll denn das machen? Das geht nicht. Muss ich irgendwie mehr seitlich sein? Aber mal im Ernst. Wie soll man es denn töten? Mit welcher Waffe? Aha, mit dem Magier, mit seinem Feuerrad zum Beispiel. Naja. Da hat halt der Magier wirklich Vorteile bei sowas. Ah, ah, aua, aua, nicht töten, au, nicht, sei doch mal lieb. So. Schnell durch. Schon wieder Musik. Ja, komm. Nee, das mag ich nicht. Jo, jetzt machen wir mal sowas. Weiter geht's. So, gleich noch eine Musikbox, Leute. Was ist denn hier los? Super, und Sackgasse. Eine Sackgasse. Das heißt, ich muss eins runter wahrscheinlich. So, da muss ich eigentlich gar nicht springen. So viel. Danke. Aber ist schon geil mit dem Gegenangriff, ne? Bevor ich checke, dass da ein Gegner ist, tötet er sich, weil er an mich tapselt. Finde ich irgendwie lustig. So, wo muss ich lang? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stirb. Ah. So, ich will es wenigstens gelockt haben, damit wir dann ab dem nächsten Part die 1000 Fail-Versuche angehen können. Okay, großer Raum, Mensch, Kiste. Super, für mich. Wie geil! Das fand ich cool. Anti-Stacheln gedonnert. Hey, wie geil, ich muss die Dinger gar nicht mehr aufsammeln hier, ich bin hier voll der Igel. Hey, und wir haben es endlich mal. Ja, Wahnsinn. So, vielleicht schaffen wir es auch zum Boss. Natürlich der letzte Versuch. So. Jo, geht's noch? Ach ne, ich dachte, der hat drei Kissen. Das ist nämlich eher untypisch gewesen. Ah, okay. Schön. Ist halt alles so, so demolierend drauf heute, habe ich das Gefühl. Ah, au. Geh weg. Ah, hör auf. Eieiei, diese Hektik hier. So, was haben wir hier? Ich finde das so geil, dass alles kaputt geht. Nichts mehr mit dran donnern und so. Mit euch muss ich machen. Oh, das ist aber scheiße. Oh, da ist auch noch du. Okay, okay, cool. Okay. Jetzt den Typ da oben.
Komm ich nicht ran. Doch. So, jetzt habe ich wenigstens meine Ruhe. Okay. Ich würde sagen, weiter nach rechts. Okay, hier geht's auch weiter nach rechts. Oh, das ist aber ein blöder Raum. Das ist ein richtig blöder Raum. Ich glaube, da gehe ich lieber unten runter. Ah, wieso bin ich denn hier hängen geblieben? Oh, schön. Wunderschön. Oh, Schleimi, ja. Nein. Oh Gott. Nein, hier bin ich total falsch abgebogen. Nein. Ah, ja. Nee, das wird nichts. Schleimis. Und scheiß Magier auch noch. Nein, nein, nein. Ich will doch nur das scheiß Auge töten. Oh Gott, wie sehe ich aus? Was ist mit mir passiert? Ich sehe so schmal und hässlich und vor allem tot aus. Na gut, Freunde. Wir haben immerhin etwas geschafft. Wir können die Burg nun locken und können im Wald beginnen. Ich denke, wir werden das nächste Mal dann auch anfangen, ja, Alexander zu vermöbeln. Aber ob wir wirklich eine Chance haben, ihr werdet sehen. Das nächste Mal bei Rogue Legacy.